große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn für dich ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Gottesdienst, der Geburtstag von Jesus, Gottes Sohn. Der heilige Abend ist da. Schön, dass wir diesen besonderen Tag heute gemeinsam im Gottesdienst erleben und feiern können. Schön, dass du jetzt mit dabei bist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Hab Dank, Vater. Hab Dank, dass wir heute den Geburtstag von Jesus, deinem Sohn, feiern dürfen. Hab Dank, dass dieses Fest uns mit vielen Christen in der ganzen Welt vereint und verbindet. Sei doch bitte bei den Geschwistern, die heute heimlich deinen Geburtstag feiern müssen, weil sie verfolgt werden. Sei du ihnen nah, bewahre du sie. Sei du bitte auch bei unseren Geschwistern aus der Gemeinde, die krank sind und sich einsam fühlen. Trete du bitte in ihre Nähe, halte sie, schenke ihnen Trost und gib ihnen Freude. Ich bitte dich jetzt für diesen Gottesdienst. Mach du uns bereit, alles abzulegen, was uns noch von dir trennt. Mache du bitte unser beladenes Herz frei, auf dass wir auf dein Wort hören können, das Paul Gerhard zu uns spricht. Segne du Paul Gerhard, schenke ihm die rechten Worte. Herr, dir sei Dank dafür. Amen. Als unsere Kinder noch klein waren, Luise ungefähr 2 und Justus 4, da hatten wir in der dunklen Winter- und Adventszeit immer ein kleines Ritual, ein Spiel. Wenn Stefan dann nach Hause kam von der Arbeit, dann war es ja schon dunkel, dann ging er mit den Kindern ins Kinderzimmer. In der Zwischenzeit nahm ich alle Kuscheltiere und Puppen und habe sie hinter dem Sofa versteckt, unter dem Kissen, hinterm Stuhl, in der Küche, im Schlafzimmer, halt im ganzen Haus, da wo ein guter Platz war. Dann machten wir immer alle Lichter im Haus aus, also es war ganz dunkel, und die Kinder bekamen eine Taschenlampe in die Hand. Beide waren immer total aufgeregt, denn zwischen der Unbehaglichkeit der Dunkelheit, dem Lichtstrahl dieser einen Taschenlampe und die Hand von Mama und Papa machten sich dann die beiden mit uns auf die Suche in der Dunkelheit. Dank der Lichtquelle machten sie dann immer wieder super große Entdeckungen und freuten sich dann natürlich riesig, wenn sie wieder eins ihrer Kuscheltiere in der Hand halten konnten. Ja, und da war es dann wieder. Da war dann dieses Gefühl von Sicherheit, von Gewohntem, von Vertrautem. Und das alles trotz der Dunkelheit empfingen sie Sicherheit. Vielleicht befindest du dich auch gerade in so einer dunklen Zeit. Du fühlst dich unsicher, alleingelassen. Die Dunkelheit scheint dich förmlich zu verschlingen. Ist da ein Licht? Ist da ein Licht, was mir den Weg zeigt? Ist da jemand in dieser Dunkelheit, der für mich da ist? Wo leuchtet mir ein Licht? Welche Quelle stärkt mich? Gib mir Zuversicht, Halt und Hoffnung. Dann möchte ich dir sagen, ich freue mich, dass du jetzt zuschaust bei diesem Gottesdienst, denn das ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Wir möchten uns heute auf eine Reise begeben und herausfinden, wie dieses wahre Licht in die Welt kam, um einen Platz bei dir zu finden. Wir hören jetzt ein erstes Lied vom Zoom-Chor und dort heißt es: Das Licht kommt in die Welt, setzt neue Hoffnungszeichen. Das Licht, das die Liebe ist, wird alle Welt erreichen.
Straßen erleuchtet, wenn man Kinder lachen hört. Wünschen wir für diese Erde, dass nichts den Weihnachtsfrieden stört, das Licht kommt in die Welt. Sechs neue Hoffnungszeichen, das Licht, das die Liebe ist, wird alle Welt erreichen. Das Licht kommt in die Welt. Sechs neue Hoffnungszeichen, das Licht, das die Liebe ist, wird alle Welt erreichen. Das hört mir gerade, das Licht kommt in die Welt, setzt neue Hoffnungszeichen. Das Licht, das die Liebe ist, wird alle Welt erreichen. Ist das in der Advents- und Weihnachtszeit bei uns so? Ist das bei mir so? Tragen wir da Hoffnung in uns? Trage ich Hoffnung in mir? Lassen wir dieses Licht der Liebe uns wirklich erreichen oder gehen wir eher auf Abstand? Genießen den ersten Lebkuchen, trinken einen Glühwein oder Punsch, lassen uns von den Weihnachtsdüften der Plätzchen, Zimt und Mandarinen umhüllen, sind beschäftigt mit Advents- und Weihnachtsvorbereitungen. Der Adventskalender muss befüllt werden, Plätzchen müssen gebacken werden, das Haus muss sauber sein, das Essen muss vorbereitet werden, Tannenbaum einkaufen, aufstellen, schmücken. Das ist viel Arbeit, das alles muss erledigt werden. Und zwischendurch dann noch der alltägliche Schulstress, Arbeits- und Familientrubel. Und dann natürlich das Wichtigste an Weihnachten. Das Wichtigste an Weihnachten ist ein Geschenk. Spannend. Ein Geschenk an Weihnachten. Ein Geschenk? Nein! Geschenke! Geschenke! Oh, noch ein Geschenk! Noch ein Geschenk! Ganz viele Geschenke! Oh, ist das schön. Hallo? Siehst du da noch was? Hallo? Hallo? Ein Berg voller Geschenke. Hoffentlich hast du auch alle bedacht. Ja, kommt denn jetzt da noch was an Weihnachten? Oder war es das schon? Ach ja, das Auspacken. Ach Mann, ich wollte den Pullover doch viel lieber in Blau. Oh, jetzt hast du ja schon was vom Playmobil abgebrochen. Ach nö, das gefällt mir nicht. Na, nicht schlimm, dann tauschen wir es halt eben wieder um.
Oh, ein Gutschein vom Baumarkt. Aber du weißt doch, ich habe zwei linke Hände. Oh Mann, das ist voll unfair. Meine Schwester bekommt immer schönere Sachen. Ach Schatz, ich wollte doch viel lieber eine Kette haben. Und schon ist es mit dem Weihnachtstraum ausgeträumt. Fertig mit Weihnachten. Dunkelheit, Traurigkeit, Unzufriedenheit, Unmut und Frust. Das Licht kommt in die Welt. Schaut her und seht, was es an Weihnachten damit auf sich hat. Alles begann vor etwa 2000 Jahren in Bethlehem in einem Stall. So würden vielleicht einige beginnen, wenn man sie nach Weihnachten fragt. Aber eigentlich fängt die Geschichte schon viel früher an. Im Grunde genommen schon in dem Moment, als Gott den Menschen macht. Als sein Geschöpf, in dessen Nähe er sein möchte. Und das ist der Anfang einer langen Reihe von Ereignissen, die uns die Bibel schildert, in denen eins immer wieder klar wird. Gott möchte trotz aller Widrigkeiten, die im Laufe der Zeit auftreten, bei seinen Menschen sein. Und er beauftragt immer wieder verschiedenste Personen, die Welt daran zu erinnern, wer er ist und was er für die Menschen sein möchte. David, der etwa um 1000 vor Christus lebte, ist eine dieser Personen. Obwohl es in seinem Leben immer wieder Zeiten der Unsicherheit und der Angst gibt, ist er davon überzeugt, dass Gott souverän, gut und gnädig ist. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Das Königreich, das David regiert, existiert nach seinem Tod nicht mehr lange. Und so erlebt das ganze Volk, wie düstere Zeiten anbrechen. Frieden und Wohlstand weichen Unsicherheit, Ungerechtigkeit, Kriegszeiten, Knechtschaft und Angst. Gottes Licht scheint unendlich fern. Doch eines Tages, mitten in die finstere Lage hinein, kommt ein Kind zur Welt, von dem der Apostel Johannes sagt: Von ihm kommt alles Leben, und sein Leben ist das Licht für die Menschen. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht, und die Finsternis konnte dieses Licht nicht auslöschen. In der kleinen Stadt Nazareth lebte eine junge Frau mit Namen Maria. Sie war ein ganz normales Mädchen und mit Josef, einem Zimmermann, verlobt. Doch eines Tages geschah etwas Unglaubliches. Maria war allein zu Hause. Da hörte sie plötzlich eine Stimme. Sei gegrüßt, Maria, du Gesegnete. Der Herr ist mit dir. Erschrocken sah Maria auf. Ein Engel stand vor ihr und sah sie freundlich an. Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Er wird ein König sein wie David, aber sein Königreich wird niemals aufhören. Wie kann das geschehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Gottes Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dein Sohn auch Gottes Sohn heißen. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, die bis jetzt keine Kinder bekommen konnte, ist schwanger. Obwohl sie alt ist, wird sie einen Sohn bekommen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ich bin bereit. Es soll geschehen, wie du gesagt hast. Maria beschloss, so schnell wie möglich ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen.
Sie wohnte mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas. Ob es wohl stimmte, was der Engel gesagt hatte? Elisabeth war eigentlich viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Wenn sie wirklich schwanger war, war das ein Wunder. Und es stimmte tatsächlich. Als Maria Elisabeths Haus betrat, freute die sich offensichtlich, sie zu sehen. Maria, wie schön, dass du uns besuchst. Elisabeth, ich freue mich, dich zu sehen. Aber was ist los? Du guckst so komisch. Geht es dir nicht gut? Maria, Gott hat dich gesegnet. Womit habe ich es verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich bist du, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Eines Tages traf eine Nachricht aus Rom ein. Sie kam von Kaiser Augustus, dem mächtigsten Mann der Erde. Er schickte Boten in alle Länder seines Reiches und ließ ausrufen, dass jeder in die Stadt gehen müsste, aus der er stammte, um sich dort zählen zu lassen. So eine Zählung hat es zuvor noch nie gegeben. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, der in Bethlehem geboren wurde, musste er mit seiner Frau von Nazareth nach Bethlehem in Judäa reisen. Und das, obwohl Maria mittlerweile hochschwanger war. Aber ihnen blieb keine Wahl. Als sie dann endlich in Bethlehem ankamen, war das kleine Städtchen so überfüllt, dass keiner sie aufnehmen konnte. Am Ende einer langen, mühsamen Suche bot ihnen jemand einen Platz bei den Tieren an. Das war besser als nichts. Also nahm sie das Angebot an. Maria und Josef waren froh, endlich eine Bleibe gefunden zu haben, auch wenn sie sich das sicherlich anders vorgestellt hatten. Und kaum waren sie im Stall angekommen, kam das Kind zur Welt, von dem der Engel geredet hatte. Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. Es war ein hilfloses Kind, wie jedes andere. Und doch war es etwas Besonderes. Das Kind, das der Welt den Frieden Gottes bringen sollte. Jesus, der Retter der Welt, war geboren. In der gleichen Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich wurde es taghell. Ein strahlendes Licht stand am Himmel und blendete die Hirten, die zu Tode erschraken. In dem funkelnden Glanz erkannten sie einen Engel. Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in Bethlehem der lang ersehnte Retter geboren. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Er liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war der Nachthimmel über den Hirten erfüllt mit den Stimmen vieler Engel, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Ganz plötzlich verschwanden die Engel wieder und es wurde still und dunkel. Aber die Hirten wussten genau, dass sie sich das nicht eingebildet hatten und liefen, so schnell sie konnten, nach Bethlehem.
dort fanden sie alles so, wie es der Engel gesagt hatte. Und sie wurden die ersten Zeugen des Wunders, das Johannes in seinem Evangelium so beschreibt. Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. In ihm sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe zu uns gekommen. Die Hirten konnten kaum fassen, was sie dort sahen. Das konnten sie nicht für sich behalten. Sie erzählten allen davon, die sie trafen, ob die es hören wollten oder nicht. Jesus, der Sohn Gottes, das Licht der Welt, war wirklich zu ihnen gekommen. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Du machst mein Licht hell. Gott macht meine Finsternis Licht. So sagt es die Bibel über das Licht überhaupt. Und da ist die große Frage, was bedeutet eigentlich Weihnachten in Zeiten wie diesen? Wenn der große Familientreff nicht stattfinden kann, weil es Beschränkungen gibt, fällt dann Weihnachten aus? Überhaupt, was bedeutet denn Weihnachten für dich und für sie? Weihnachten, das ist ja nicht das Fest der Weihnachtsbäume und nicht das Fest der Kerzen. Weihnachten hat natürlich nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun und dass wir uns gegenseitig Geschenke machen. Kommt aus dem 13. Jahrhundert und Martin Luther hat das in Deutschland ganz gut verbreitet. Wenn Weihnachten nichts anderes ist als ein Familienfest, wenn Weihnachten ein Gefühl ist, eine Stimmung zur dunklen Jahreszeit, dann kannst du das leicht ersetzen. Darf ich Ihnen etwas über den Sinn von Weihnachten sagen? Weihnachten, das Christfest, hat was mit Licht zu tun. Und das allererste ist, im Licht können wir Fälschung vom Original unterscheiden. Ich kenne jemanden, der ist so als Reiseprediger durch Japan gereist und wie das so manchmal ist, manchmal kriegt man, wenn man sowas macht, auch mal ein Geschenk. Nach einer dieser Veranstaltungen kommt jemand auf ihn zu und drückt ihm was in die Hand. Und als er das anguckt, staunt er. Es war natürlich nicht ganz so hell. Und denkt, was ich mir immer gewünscht habe, eine Rolex. Und dann macht er sie sich um, stellt sich so vor den Spiegel. Auch der muss nicht so sehr hell gewesen sein. In jeder Pose. Und er freut sich, ein Loch in den Bauch. Am nächsten Morgen nimmt er diese wunderbare Uhr, guckt sie an und dann sieht er, die Krone ist vom Zifferblatt gefallen. Und dann guckt er sich die Uhr nochmal genau an und das war keine Rolex, es war eine Tolex. Fälschung und Original lassen sich irgendwann wirklich auseinanderhalten. Hast du mal den letzten Film von Indiana Jones gesehen oder dem vorletzten? Da geht Indiana mit seinem Vater den Heiligen Gral suchen. Natürlich gibt es den nicht, aber es ranken sich ja ganz viele Geschichten darum. Der Gral, das soll der Kelch sein, aus dem Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl getrunken hat. Und nun sagt die Sage, wer aus diesem Kelch trinkt, der wird immer leben. Natürlich trinkt Indiana Jones aus diesem Kelch. Und wenn du die Folge danach anguckst, dann siehst du einen durchaus gealterten Mann. War nichts mit ewigem Leben. Keine Quelle des Lebens. Und das Ganze ist ja auch nur eine Sage. In fast jeder Kultur gibt es solche Märchen und Sagen über das Leben. Und von Quellen des Lebens. Von Brunnen, in die man nur steigen muss und dann kommt man da raus und wird ganz jung.
Bei dir ist die Quelle des Lebens, sagt der König David. Und er ist sich ganz sicher, das ist wahr. Bei Gott ist die Quelle des Lebens. Bei Märchen ist das natürlich anders. Märchen sagen etwas Wahres, sie sagen nicht die ganze Wahrheit. Es gibt Leben zum Beispiel durch eine besondere Quelle. Aber wenn du ein Märchen liest, dann weißt du genau, sowas gibt es nicht. Und für eine bestimmte Zeit ist ein Märchen auch interessant. Was haben wir nebenbei davon, wenn wir wissen, dass bei Gott die Quelle des Lebens ist? Eines scheint mir ziemlich klar. Wenn wir das tatsächlich wissen, dann wissen wir auch, was wir wollen. Weißt du, Kinder haben ja manchmal einen schlechten Tag. Manchmal wissen die nicht, was sie wollen. Und oft schreien sie dann. Und wir geben uns Mühe, damit sie still sind. Aber Kinder werden erst dann ruhig, wenn wir ihnen etwas geben, was sie ruhig stellt. Was besser ist als der Schmerz, den sie da gerade empfinden. Sie werden still, wenn da etwas ist, worüber sie plötzlich staunen. Sie werden ruhig, wenn sie Frieden empfinden. Und uns geht es ja nicht anders. Wir wollen haben, worüber wir staunen können, was wir bewundern. Und etwas wirklich Staunenswertes zu wollen, ist eine gute Sache. Und da beginnt ja unsere Schwierigkeit. Wir staunen oft über die falschen Sachen. Wir staunen über die Dinge, die andere haben. Und wir wollen die auch haben. Wird unser Leben denn wirklich besser dadurch? Wir staunen über das, was andere können. Wir wollen auch können, was die können. Wird unser Leben denn dadurch besser? Wir staunen darüber, was andere sind und über den Status, den sie haben. Und wir wollen den gleichen Status. Aber wird unser Leben denn wirklich dadurch besser? Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht, sagt die Bibel. Was ist damit gemeint? Der König David, ein toller Liederschreiber aus dem Alten Testament, sagt damit, wo du Gott bist, da ist richtiges Licht. Wo du bist, da ist richtiges Leben. Und in deinem Licht sehen wir, was Licht ist und was nicht Licht ist, was Wert hat und was nicht, was wirklich bleibt und was nicht. Wenn du nie eine Taschenlampe gesehen hast, dann gibst du dich mit dem Licht eines Streichholzes zufrieden. Und wenn du nie eine Lampe gesehen hast, dann denkst du, die Taschenlampe wäre das richtige Ding. Und wenn du nie die Sonne gesehen hast, dann denkst du, die Taschenlampe und die Lampen wären das richtige Ding. Und wenn du Gottes Licht noch nie gespürt hast und nie gesehen hast, dann suchst du das Leben und die Quelle des Lebens woanders. Wer Gottes Licht gesehen hat, der will nichts anderes mehr. Denn da ist das Licht und da ist das Leben. Licht und Leben, das gehört ja zusammen. Kein Leben ohne Licht. Kennst du das Licht, das von Gott kommt? Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und den Geburtstag von diesem Jesus feiern wir jetzt. Das Licht der Welt, Jesus Christus, wurde vor 2000 Jahren ein Mensch, damit du die Fälschungen vom Original unterscheiden kannst. Gott wurde ein kleiner Mensch, damit du wissen kannst, was wahre Liebe ist. Und das Zweite, was wir sehen, im Licht können wir endlich leben. Der gleiche König David, der sagt einmal in einem anderen Lied des Alten Testamentes, du machst meine Leuchte, du machst mein Licht hell. Und du machst meine Finsternis Licht. Diese Leuchte, von der David spricht, ist eigentlich eine kleine Funzel. Eigentlich nicht wirklich Licht. Schau mal, wir mögen eine kleine Leuchte sein. Und vielleicht haben wir auch nur eine kleine Leuchte. Aber wenn wir Gott geben, was wir sind und haben, dann wird da etwas draus, aus dir und aus mir. Vielleicht mögen wir uns nicht. Und wir denken, aus uns könne auch nichts werden. Wenn unsere Leucht in Gottes Hand gerät, dann gibt sie Licht her. Und zwar wirkliches Licht. Und andere können sich ein Beispiel nehmen. Andere sehen die Leuchte, die Gott entzündet hat.
weil sie Licht gibt, kommen die Leute zu diesem Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Du machst meine Finsternis hell. Das heißt, jetzt können wir endlich sehen. Denn Licht brauchen wir nicht nur zum Leben, sondern auch zum Sehen. Das soll also mit unserer Leuchte passieren. Wir sollen im Dunkeln sehen können. Unsere Zeit ist ja nicht nur der Jahreszeit wegen dunkel, sondern wir hatten uns daran gewöhnt in unserem Land, dass wir Weihnachten wunderschön feiern im Familienkreis. Und jetzt sind wir auf einmal wieder auf eine kleine Gruppe zusammengeschmolzen. Wir hatten uns daran gewöhnt, in große Gottesdienste der Kirchen zu gehen. Und auf einmal geht das so nicht mehr. Ich weiß nicht, was dunkel ist für dich. Ja, die Zukunft mag dunkel sein für uns. Die Krankenhäuser sind ja voll von Menschen, die krank geworden sind, weil Corona sie gepackt hat und weil sie Angst vor der Zukunft haben. Und vielleicht ist für dich Dunkelheit die Lösung eines bestimmten Problems. Und es kann sogar sein, dass du dir selbst ein dunkler Mensch bist. Manchmal geht es uns wie den Kindern. Wir verstehen nicht, warum wir uns schlecht fühlen. Und dann merken wir plötzlich, da ist ganz viel Finsternis. All diese Finsternis will Gott hell machen. Wo Licht ist, haben wir nämlich keine Angst mehr. Aber David sagt sehr richtig, das ist nicht Gottes Finsternis, es ist meine Finsternis, die Gott hell machen muss. Schau mal, wo wir uns von Gott trennen, da entsteht Finsternis. Was Gott nicht regieren kann, das wird dunkel. Und manchmal müssen wir wohl diese Dunkelheit erst erleben, bevor wir Gottes Licht haben wollen. Das Kind Jesus, dessen Geburtstag wir heute feiern, hat später einmal gesagt in seinem Leben, ich bin in die Welt als ein Licht gekommen, damit der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Gott sehnt sich danach, dass du im Licht lebst und dass du das Licht hast, dass er selber Mensch wird und in deine Finsternis und in meine Finsternis kommt. Und das Dritte, was wir vielleicht hier sehen, ist, im Licht haben wir tatsächlich Hoffnung. Der gleiche David, der singt in einem anderen Lied, selbst wenn eine Armee, eine ganze Armee um mich herum wäre, habe ich keine Angst. Weil du Gott bei mir bist. Und vielleicht merkst du, was das bedeutet, wenn Gott eine Finsternis hell macht. Keine Hoffnung und plötzlich ist da ganz viel Hoffnung. Dem David als Soldaten war das ganz ernst. Der war so oft in Lebensgefahr. Und er hatte erfahren, wenn Gott auf meiner Seite ist, dann kann ich Schlachten verlieren. Aber ich werde den Krieg gewinnen. Mit Gott auf meiner Seite wird alles gut. Weihnachten, das heißt, der Schöpfergott, der neben dem niemand Gott ist, der wird ein Mensch und will sich an unsere Seite stellen, auf deine Seite und an meine Seite. Keine Mauer ist da zu hoch, kein Feind zu stark, wenn Gott auf unserer Seite ist. Und wenn wir die einzelnen Schlachten verloren haben, dann werden wir vielleicht weinen. Vielleicht brauchen wir die verlorenen Schlachten sogar, damit wir uns auf Gott verlassen werden. Aber wenn Gott auf unserer Seite steht, dann wird alles gut werden. Ob du jetzt vielleicht beginnst zu ahnen, was Weihnachten bedeutet? Das Leben beginnt. Das Licht hat gesiegt. Und zwar für immer. In Jesus Christus ist Gott nämlich für uns. Und wenn das wahr ist, wer kann denn dann gegen uns sein? Das zu verstehen, das wäre ein wahres, ein richtiges Christfest. Ein wahres Weihnachten. Und vielleicht beginnst du heute Abend mal mit Gott zu sprechen, zu sagen, Herr, wenn das wahr ist, dass du derjenige bist, der Finsternis hell machen kann, dann tu das bitte auch bei mir. Danke für Jesus.
Danke für ihn in unserem Leben. Weißt du, wenn du das machst, das nimmt Gott so unendlich ernst. Um es dir ehrlich zu sagen, er wartet darauf. Und in diesem Sinne, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen. Ich stehe an deiner Krippe hier, Jesus, Quell des Lebens voller Staunen, spür ich, wie mein Durst vergeht, all die Sehnsucht nach dem, was hält, was trägt. Weg zum Vater, kommst aus Liebe, trägst die Last, die unsere ist, schaffst Versöhnung mit dem Gott, der hält, der trägt, der bleibt. Jesus steht zu seinem Wort, macht sich ganz klein für dich. Er gibt aus Liebe zu dir alles auf, vertreibt das Dunkel, schenkt dir Hoffnung, stillt deine Sehnsucht, macht dich frei. Vielleicht bist du ja heute über diesen Flyer zu diesem Gottesdienst eingeladen worden. Da möchte ich dir sagen, das ist wunderbar, das ist schön, dass du mit dabei bist. Und dann wünsche ich dir, dass dieses Licht, Jesus Christus, der Haupt deines Lebens wird, der Hauptteil deines Lebens wird. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich zu diesem Schritt persönlich entscheiden muss.
aber es lohnt sich. Seit meinem 16. Lebensjahr bis zu diesem heutigen Tag habe ich mein Leben, Jesus übergeben, als ich 16 war und ja, viele tolle Erfahrungen mit ihm erleben dürfen. Es ist eine Beziehung, die wirklich von beiden Seiten aus gepflegt werden will. Und auch wenn man glaubt, ist das manchmal trotzdem nicht einfach im Leben. Auch ich habe meine Zweifel und meine Ängste, aber ich weiß, ich bin da nicht alleine mit unterwegs. Jesus geht da mit mir, denn der ist jetzt ein Teil von mir und der trägt die mit mir zusammen. Und ich muss da nicht mehr alleine durch. Und ja, ich möchte dir einfach den Mut machen, dazu diesen Schritt zu gehen. Und wenn du gerne mit jemandem darüber reden möchtest, weil du jetzt ganz, ganz viele Fragen hast, dann komm doch einfach hierher, hierher zum Gemeindehaus. Hier stehen die Türen für dich offen, für dich und deine Fragen. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende dieses Gottesdienstes und wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Ein dickes Dankeschön an diese vielen, vielen Hände, die diesen Gottesdienst heute ermöglicht haben. Weit über 60 Menschen aus unserer Gemeinde haben sich daran beteiligt und das war wirklich ein Mehrgenerationenprojekt von den ganz Kleinsten aus der Gemeinde über die Teens, deren Eltern, die Mitarbeiter aus Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu den Erwachsenen haben ganz viele an diesem Projekt heute mitgemacht und den Gottesdienst zu dem gemacht, was er heute ist. Vielen, vielen lieben Dank. Ein Dankeschön geht auch an die Familie Görke, die dieses ganze Weihnachtsprojekt ja organisiert hat und mitbegleitet hat. Vielen Dank an euch. Bevor wir jetzt noch auf ein Lied hören, möchte ich gerne mit uns beten. Lieber Gott, Vater, hab Dank, dass dein Sohn Jesus Christus zu uns auf diese Erde gekommen ist, dass Jesus die Quelle ist, aus der wir unermüdlich Kraft, Hoffnung und Zuversicht schöpfen dürfen. Hilf und mache du uns bereit, uns für dich, dein Licht, deine Nähe zu öffnen. Du siehst, dass wir uns oft einigeln, wenn Ängste und Zweifel uns im Griff zu scheinen haben. Bitte, Vater, sprenge du diese Mauern um uns. Nimm du das Dunkel von uns fort, erhelle uns mit deiner Liebe, dass wir frei werden für ein Leben mit dir. Und alles, was uns jetzt bewegt, möchten wir in die Worte legen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Zeit.
Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, er sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne und behüte dich der allmächtige, barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, wir wünschen euch allen von der FEG Weidenau aus einen schönen und gesegneten heiligen Abend.